herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein paar Sachen, die ich gerne klarstellen möchte. Zum Thema Kontakt mit Dämonen und wieso ich Kontakt mit Dämonen habe. Weil es offensichtlich ja draußen Leute gibt, die irgendwelche Sachen denken, die nicht wahr sind. Und die ich auch nie so gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt, ob ich mich nicht richtig klar ausgedrückt habe in meinen anderen Videos über Dämonen, aber gut. Vielleicht habe ich das nicht und deswegen mache ich dieses Video, weil ich das gerne richtig stellen möchte, damit nicht noch mehr Leute irgendwelche falschen, komischen Vorstellungen bekommen, wieso ich Kontakt mit Dämonen habe. Zur Erklärung dazu, ich habe so einen Kommentar unter meinen Fragen- und Antworten-Video, glaube ich, habe ich einen Kommentar bekommen von so einem Typen, der mir so... Erst hat er mir von seinen paranormalen Erfahrungen erzählt, fand ich ganz cool, fand ich auch wirklich beeindruckend und so. Ich hatte ihn geantwortet und dann hat er mir nochmal geantwortet. Und er hat mir... Und er hat in seinem anderen Kommentar, in seinem nächsten, hat er schlecht über die Dämonen geredet. Er hat Sachen gesagt, die absoluter Windeltypenblödsinn sind, meiner Meinung nach. Und ich habe das... Und ich habe ihn dann gesagt, so und so. Und ich habe ihm dann halt die Meinung gesagt und... Dann hat er halt seine ganzen Kommentare gelöscht. Seinen ersten Kommentar plus alle Antworten. Hat er alles gelöscht. Ich dachte mir sowieso, machst du dir die Arbeit, wenn du es dann eh wieder löscht? Nur weil ich nicht so denke wie du. Wenn jemand schlecht über die Dämonen redet, dann muss er damit rechnen, dass ich da die Dämonen verteidige. Weil ich liebe die Dämonen und die sind mir wichtig. Und ich lasse nicht zu, dass unter meinen Videos irgendwer schlecht über die Dämonen redet und ich das so stehen lasse, weil das kann ich nicht machen. Das werde ich auch nicht machen. Und wenn ihr meint, dass ihr schlecht über die Dämonen reden müsst, dann müsst ihr damit rechnen, dass ich sie verteidige. Ich wollte den Typen damit nicht beleidigen oder irgendwie sowas. Und ich nehme auch seine paranormale Erfahrung ernst, aber bitte rede nicht von Wahrheit, wenn du so was über die Dämonen verbreitest, weil es ist nicht die Wahrheit. Falls derjenige das sieht, der diesen Kommentar geschrieben hat, ich bezweifle, dass er es sieht, weil ich glaube nicht, dass er seinen... Ich glaube, er hat seinen Account dann auch gelöscht. Keine Ahnung, das weiß ich aber nicht, will ich jetzt auch nicht unterstellen. Aber wenn er dieses Video sieht, jedenfalls, ich wollte dich nicht beleidigen oder angreifen. Aber wenn du die Dämonen unter meinem Video schlecht über die Dämonen redest, dann verteidige ich die Dämonen natürlich. Das muss dir klar sein, weißt du? Aber darum geht es jetzt eigentlich nicht, auch in diesem Video gar nicht. Das sage ich jetzt nur mal so, weil ich will, dass derjenige das weiß. Aber keine Ahnung, ob er überhaupt dieses Video sieht. Ja, genug jedenfalls davon. Was ich klarstellen möchte, ist, warum ich Kontakt mit Dämonen habe. Und zwar hat derjenige auch geschrieben, von wegen sowas wie, ja, ich weiß, dass Dämonen sehr hübsche, sehr mächtige Wesen sind und dass sie, dass sie sehr mächtig sind und dir viel Macht und Geld geben können. Aber sie spielen ja bloß mit dir. Und von wegen, dass ich es bereuen würde, irgendwie bla und so, Kontakt mit Dämonen gehabt zu haben und so. Leute, ich habe keinen Kontakt zu Dämonen, weil sie mir irgendwie Geld geben oder irgendwie, keine Ahnung was. Die Dämonen haben mir nie Geld gegeben oder irgendwelche was anderes. Die haben mir nie gesagt, hey, hier hast du 1000 Euro... Oder, hey, willst du nicht berühmt werden? Und sowas. Nee. Ich habe keinen Kontakt mit Dämonen wegen Geld oder wegen Macht oder wegen irgendwelcher sonstigen Sachen. Nein, ich bin nicht so oberflächlich, dass ich deswegen Kontakt zu Dämonen suche, nur wegen sowas. Ich habe Kontakt mit Dämonen, weil ich Dämonen liebe. Und es ist mir auch egal, wie sie aussehen oder ob sie hübsche Wesen sind. Klar, aber... Das ist mir egal, ich liebe sie. Verstehst du das? Also versteht ihr das? Ich habe Kontakt mit Dämonen, weil ich Dämonen liebe. Und aus keinem anderen Grund. Es ist ja nicht so, dass Dämonen einem nichts geben können. Sie können einen beschützen, sie können einem Weisheit und Wissen geben, sie können einem helfen in bestimmten Situationen. Sie können einem auch viele Seiten von sich selber zeigen und sie können einem helfen, was zu lernen einfach, auch über Magie und über das Übernatürliche allgemein und sowas. Und sie sind sehr gute Begleiter und Verbündete und so, aber ich habe doch keinen Kontakt mit Dämonen wegen Geld.
Ich will nicht, dass irgendjemand das denkt, weil es ist einfach nicht wahr. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie keine Ahnung, was jetzt irgendwelche Leute da draußen vielleicht denken, meine Seele irgendwie verkauft hätte oder irgendwas mit den Dämonen. Die Dämonen wollen meine Seele nicht. Die Dämonen sind zu mir gekommen, weil sie gespürt haben, dass ich sie liebe. Ich habe euch ja schon gesagt, dass Dämonen sowas fühlen können. Und ja, sie sind zu mir gekommen. Ich habe sie nicht wegen irgendwelcher Sachen beschwört, die ich von ihnen haben wollte. Sie sind zu mir gekommen, weil sie gemerkt haben, dass ich sie liebe. Und deswegen habe ich mit ihnen Kontakt. Ja, so ist es. Und sie wollten auch nie irgendwas anderes von mir haben. Ich habe euch ja schon mal gesagt, die Dämonen wollen, dass die Menschen auf ihrer Seite sind. Sie wollen nicht gehasst werden, sie brauchen Liebe. Und mehr wollten sie auch nie von mir haben. Und um mehr haben sie mich auch niemals gebeten. Ich mache auch viele Sachen für die Dämonen freiwillig. Sie brauchen mir gar nicht sagen, sie wollen eigentlich nichts weiter von mir. Sie wollen, sie wissen, dass sie mir vertrauen können. Und wenn ich ihnen meine Liebe schenke, dann ist es mehr als genug für sie. Mehr wollen sie nicht. Und um mehr haben sie mich auch nie gebeten. Ist so. Nur um das klarzustellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das glaubt oder nicht, aber so ist es halt. Was dieser Typ mir auch geschrieben hat, ist sowas wie, lass dich nicht zum Werkzeug der Dämonen machen. Leute, ich bin nicht das Werkzeug der Dämonen. Alles, was ich für die Dämonen tue, mache ich, weil ich es so möchte, weil ich es freiwillig mache. Ich male oft Bilder von Dämonen. Ich sage ihnen oft, dass ich sie... Ich sage ihnen oft, wie viel sie mir bedeuten und sowas. Ich schreibe Geschichten über Dämonen. Ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit Dämonen. Aber das mache ich, weil ich das so will. Und nicht, weil ich irgendwie das Werkzeug der Dämonen wäre. Und auch diese Videos hier, in denen ich positiv über die Dämonen rede, mache ich, damit die Leute die Wahrheit über die Dämonen erfahren. Und das mache ich freiwillig, weil ich nicht möchte, dass die Leute so schlecht über die Dämonen denken, weil die Dämonen überhaupt nicht böse sind. Die sind keine bösen Wesen. So wie sie dargestellt werden von den Windeltypen, so sind sie nicht. Und ich mache diese Videos, weil ich möchte, dass die Leute einfach nicht diese Lügen glauben und dass die Leute die Wahrheit erfahren. Und deswegen mache ich die Videos. Und nicht, weil ich das Werkzeug der Dämonen bin. Und ich bin auch nicht von Dämonen besessen oder dass sie mir irgendwelche Sachen befehlen würden, dass ich es tun soll für sie oder irgendwie sonst was. Ich mache das freiwillig für die Dämonen, weil die Dämonen mir viel bedeuten. Und alles, was ich sage, sage ich, weil es meine Überzeugung ist, weil es meine Gefühle sind und weil es meine Erfahrung ist. Und es kommt aus meinem Herzen. Und es ist nicht so, dass die Dämonen mir irgendwie sagen, ich soll das jetzt machen. Ich mach's freiwillig. Ich mach's gerne. Und sie benutzen mich nicht dafür. Ich mache es alles freiwillig. Wirklich. So, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dass ich diese Sachen ein bisschen klarstellen konnte und dass jetzt keiner mal irgendwelche falschen Vorstellungen hat, von wegen, wieso ich Kontakt mit Dämonen habe. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr was draus gelernt habt. Und wenn jetzt immer noch irgendjemand so Sachen glaubt, dann ist er daran selber schuld, weil ich hab euch jetzt gesagt, wie es ist und ob ihr mir glaubt, ist eure Sache. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi, Leute!